Testosteronmangel ist ja ein medizinisches Problem, das behoben werden sollte. Warum glaubst du, beobachtet man immer noch sehr häufig, dass sogar Fachärzte so sehr unaufgeschlossen sind, wenn es ums Verschreiben von Geschlechtshormonen geht? Die meisten Ärzte, wenn sie es nicht kennen, dann wollen sie keine Risiken eingehen. Die haben auch im Hinterkopf Testo, Doping, Bodybuilder. Das sind all die Mythen, die dann plötzlich rauskommen. Genauso wie beim 0815 Laien, der Medien konsumiert, ist beim Arzt auch so. Und diesbezüglich ist es so, dass man sich vielleicht ein bisschen schlau macht, damit man einigermaßen auf Augenhöhe reden kann.